Sehr interessant. Oh, sehen Sie dort! Holmes, dort! Ah, ja. Ein Schiff. Interessant. Äußerst interessant. Und erst der Name. Das Schiff. Es wird spannend, Watson. Sagen Sie bloß, Sie haben schon eine Ahnung, um was es sich handeln könnte. Mein lieber Watson, es scheint mir doch etwas früh, aber wir haben einige Fakten zusammengesammelt, um eine erste Hypothese aufstellen zu können. Wir sind am Mosenkai. Richtig. Und wir stehen vor einem Schiff namens Das Schiff. Ja. Und wir wollen uns Theater ansehen. Daher kombiniere ich, mein Watson, das ist das Theaterschiff, Das Schiff. Sie meinen das? Ja, Sie haben ganz recht. An diesem Ort wird regelmäßig Kabarett geboten. Unglaublich! Aber wahr. Wenn bei Palma die rote Sonne immer, wenn bei Kapstadt die rote Sonne immer, wenn bei Bangkok die rote Sonne im Wagen vor mir fährt, ein junges Mädchen. Ja, meine Damen und Herren, das war sie auch schon, unsere kleine musikalische Weltreise hier an Bord ihrer MS Butterball, hier heute Abend in ihrer Atlantic Lounge. Dann wissen Sie, wie Sonnenmilch riecht, wenn Sie auf 170 Kilogramm heißes Menschenfleisch. Sie wissen, wie 500 deutsche Leistungsträger beim Ententanz aussehen. Sie wissen, wie es aussieht, wenn eine Dame in einem silbernen Abendkleid einen gläsernen Aufzug von innen flächendeckend vollkauft. Also dann komme ich nochmal auf die arme Sau zurück. Und so zeigst du dabei auf mich, wenn ich fragen darf? Nein, ich keine Telefonate mehr, keine E-Mails, keine Newsletter. Und keine Anfragen mehr auf Facebook. Peggy Müller möchte dein Freund sein. Der Jakobsweg. Der ist 800 Kilometer lang. Tja, haben Sie eine Ahnung, wie lange das dauert? Ich sage Ihnen ehrlich, mir kam das wie eine Ewigkeit vor, bis Google Maps den geladen hat. Juhu! Du hast die FDP gewählt, wir hatten schon lang den Verdacht, doch jetzt haben wir die Gewissheit, du hast bei denen dein Kreuz gemacht. Du trägst denn lieber einen Schlafanzug mit einer blau-gelben Stickerei, du kuschelst in Frotte-Bettwäsche mit Birgit Traum, wo das Konterfei, trinkst Wein von Weib und Brüderle, liest Christian Lindners Biografie auf deinem Schlüpfer, ist Cornelia Pieper, das grenzt doch an Pornografie. Nur zwei Seiten nachts im Bett. Hab nicht ständig das Gefühl, ich verpasse was. Nach irgendwie versäumtes wieder weg. Morgens eine Latte in Milano, mittags ein Chai in Istanbul, abends eine Bockwurst in Berlin. Im Naturdarm, wie geil ist das denn? Dabei! Deswegen legen sich doch schon Vorstandsvorsitzende von DAX-Unternehmen in Badewannen, die von Nonnen mit Luftblasen gefüllt werden. Bitte? Na ja, das habe ich gelesen. Doch, wirklich. Die legen sich bei Koblenz in einem Dominikanerkloster in ein nonnenbetriebenes Sprudelmassagebad. Weißt du eigentlich, Erika, was mein Doc gesagt hat, als ich mit meinem Burnout zu ihm gekommen bin? Wo brennt's denn? Ich habe gesagt, Doc. Junkie ist okay, aber Depression, das streichen wir aber mal ganz schnell aus unserem Diagnoseheftchen, ja? Die Depression, das kannst du irgendwelchen gelangweilten Spätgebärenden vom Prenzlauer Berg attestieren, die sich in irgendwelchen Sinnfindungswochenenden im Sauerland mit Trommelkursen selbst erfahren wollen. Wichtige Menschen haben Flughäfen gepachtet. Wichtige Menschen haben weltweit übernachtet. Wichtige Menschen kennen sich in London aus und sind auch in Paris und L.A. zu Hause. Wichtige Menschen kennen wichtige Leute. Wichtige Menschen sammeln Fakten als Beute. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich bin wichtig, wichtig, wichtig. Du bist nicht so richtig wichtig. Du bist eher wichtig, wichtig. Aber ich bin überlebenswichtig, wichtig, 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 wichtig. So, jetzt, wenn
eine Bomberpilot, aber sie lassen mich nicht fliegen. No. Ich sitze in Seattle mit einem Joystick in der Hand, ja, für ein Spiel, wie für Super Mario, you know, wie für ein Videospiel. Ja, ich sitze in Seattle in front of einem Monitor mit einem Joystick in der Hand und lenke eine Drohne mit Bomben in Afghanistan. Mein kleiner Sohn kann nicht sagen, my daddy hat überlebt einen Flugzeugabsturz. No. Er kann nur sagen, my daddy hat überlebt einen Microsoft Windows Absturz. Wer im Internet gegoogelt hat, der kann ein Lied von singen. Info ist ja sehr verwandt mit Hildegard von Bingen. Bären und Holunder, alles ganz gesunde Sachen. Bachblüten und Yogi-Tee, schön zum selber machen. Deine Libido, die lässt sich nur mit Info noch schaffen. Na, ist doch gut jetzt. Bei mir wird Ingwer anders, er geht mir auf die Nerven. Oh, Ingwer, Dodo, Wunderknolle, an dir glaube ich, ja, Hans Dolle. Und ist Ingwer dann mal auf, protestierst du gar nicht laut, dann schlägst du bestimmt lahm fromm auf Kardamom. Gegen den Gestank von Bio-Dessous aus naturbelassenem Hanf kann man nichts machen. Gegen den Anblick aber schon. Deshalb, liebe Freunde, streue ich mir jetzt in aller nötigen Betroffenheit Asche aufs Haupt. Ich bin schuld. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich bin schuld. Ich möchte mich am liebsten von Feuerzeuge, was immer euch einfällt. Ich bin schuld, ich hab so ein schlechtes Gewissen. Und ich bin schuld, ich möchte mich am liebsten verbissen. Und alle! Ich bin schuld. Metz und Ems und Isarbach, Solms und Dörrs und Kallenbach, Weil und Ahr und Dill. Wetschert, Staud für Zwesterohm, Lunda und Salzböde, Bann für Perf und Ilse, Lars für und die Alna. Keine Zeit bleibt, um die Schönheit zu sehen, um die Medaille zu drehen. Mit Behutsamkeit, wenn uns keine Zeit bleibt, um uns leicht zu beachten, um uns sanft zu betrachten, in unserer Eigenheit. 53 afrikanische Staaten, 3000 verschiedene Völker und trotzdem haben alle ungefähr denselben Tagesablauf. Bis 18 Uhr wird gebürgerkriegt, dann heißt es Lippentellern, Elefanten holen, los schnackseln. Wenn der Afrikaner nicht schnackselt oder nicht bürgerkriegt, muss er gefälligst Essen betteln. Den Teller hat er ja immer parat. Das am meisten in Afrika verwendete Sturmgewehr ist ein G3. Ein Produkt der baden-württembergischen Firma Heckler & Koch. Deutsche Wertarbeit, die seit 1959 um die Welt wandert. Von Genozid zu Genozid. Wenn ich talk, wenn ich chat, ob im Bad, ob im Bett, immer bin ich mit mir so identisch. Mit einem Wort, ich bin so authentisch. Du kannst ein Volltrottel sein, ein Ringvieh, ein Idiot, ein absolut unakzeptables Arschloch. Benimm dich wie der letzte aller hinterletzten Heuler, aber eines bleibst du schließlich ja doch authentisch. Vor 2 Monaten, da war ja Pro7 bei uns für zu Hause bei Hartz IV. Das ging überhaupt nicht. Nee. Ja, das ging gar nicht. Das ist ja auch logisch. Ja? Weil 2 Wochen vorher war ja RTL 2 bei uns für zu Hause im Glück. Ja. Der Knaller war vor einem halben Jahr. Da war der Peter Zwegert vor bei uns. Ja? Von hier RTL raus aus den Schulden. Wir hatten gar keine Schulden. Da hat der Zwegert gesagt, bitte, wenn Sie nicht wollen, ich kann auch wieder gehen. Also haben wir Schulden gemacht. Ein Lied für alle Egomanen dieser Welt, für diese Egolabertaschen,
die mit der Dimension ihrer Egomanie einen immer wieder überraschen. Ich verspreche jetzt hiermit hoch und heilig, haut mir wieder einer mal am Ohr, dass ich nicht wie immer Höflichkeit beigib. Nein, die knöpfe ich hier einmal vor. Kriegst du mich mit, dass du mich seit einer halben Stunde mit einem endlosen Monolog belegst? Hast du denn nicht den Hauch einer klitzekleinen Ahnung, wie du an meinen Nerven sägst? Im Kino guckt man lässt ein Ding, du bleibst eindimensional. Dimensional! Bist du Pinneberg im Mensch, so sexy wie das Scheidungsrecht, aber kriegst es selber gar nicht mit. Sondern denkst, ich bin ein toller Held. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, du lernst es halt nie. Manchmal ist es schön, es gibt nicht viel Zeit. Manchmal ist es schön, wenn das Schicksal zu dir steht. Und aus der Gegenwart wird schnell Vergangenheit. Jetzt, vorbei!